So, Freunde, ich habe hier ein Paket von eBay und glaubt es mir oder glaubt es nicht, in diesem Paket ist ein Ryzen 3900X, den ich für 350 Euro geschossen habe. Ist das Ganze ein räudiger Scam oder einfach nur Glück beim Deal gehabt? Das wollen wir heute herausfinden. Alles klar, so sollte das Video eigentlich anfangen, aber ich habe mir jetzt überlegt gehabt, kann man nicht bringen, denn ja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wie das Ganze geendet ist. Betiteln wir das Ganze jetzt neu, ja? Und zwar, gebrauchte Ryzen CPUs kaufen oder nicht, worauf sollte man achten? Das erfahrt ihr auf jeden Fall nach dem Intro. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gaxi. Wie es fühlt sich für euch wahrscheinlich gar nicht so lange her an, dass ich ein Video hochgeladen habe. Für mich ist es schon ein bisschen her, dass ich tatsächlich vor der Cam saß, denn die meisten Videos, ja, produziere ich ja nicht von jetzt auf heute, sondern plane das Ganze schon mal ein bisschen im Voraus. Ich war einfach über die gesamte letzte Woche wirklich gesundheitlich nicht auf dem besten Stand. Dementsprechend dachte ich, dass ich erstmal eine kleine Auszeit nehme, mich ein bisschen auskuriere. Und ihr hört es wahrscheinlich anhand meiner Nase. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, okay, es hat jetzt lange genug gedauert, dass ich hier ein Video gedreht habe. Und es gibt einige Sachen, die sich angestaut haben, die ich entsprechend für euch als Content rausbringen möchte. Und entsprechend machen wir genau das heute. Daher freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und wie es der Zufall auch so will, ja, kaum bin ich wieder gesund, kommt das nächste brandneue MSI-BIOS für meinen MSI B450i raus. Also wirklich das Board, wofür ich mich jetzt final entschieden habe, ja. Ich habe die gesamte Palette an X570 ITX-Boards durch und das Crosshair 8 Impact im DTX-Format und bin trotzdem hier bei B450 geblieben. Einfach weil das Preis-Leistungs-Verhältnis hier in meinen Augen wirklich am besten ist und ja, in der Performance einfach in nichts nachsteht. Ich habe hier an der Stelle einen 100-Euro-Board gegen einen 400-Euro X570-Board verglichen und bin zu relativ eindeutigen Resultaten gekommen. Genau heute, ja, vielleicht sogar, wenn ihr das Video gerade schaut, kam ein BIOS-Update. Und zwar das lang erwartete AGESA ABBA. Ja, ABBA ist schon gut ein oder zwei Wochen draußen, aber für die B450-Boards dauert es immer ein bisschen, bis entsprechend die Hersteller hinterherkommen. Und glücklicherweise, ja, kam endlich das Ganze auch für mein B450i. Für den November ist bereits das nächste große AGESA geplant, hat AMD bereits angekündigt und wurde soweit auch von MSI bestätigt. Dementsprechend, was werde ich heute machen? Ich werde einmal den Ryzen 3600 und entsprechend das BIOS flashen, damit wir hier mit dem neuesten AGESA-Code geupdatet sind. Denkt ihr euch gerade, wieso machst du jetzt ein Video? Willst du uns zeigen, wie du dein BIOS patcht? Nein, natürlich nicht. Ihr habt im Intro bereits gesehen gehabt, es geht um was ganz anderes, denn die CPU, die im Moment am meisten von dem AGESA-Patch profitiert, ist eben der 3900X. Und nachdem innerhalb der letzten ein, zwei Wochen jetzt die Verfügbarkeit immer besser geworden ist, ich glaube, es gibt sogar teilweise Lagerbestand, man glaubt es kaum, und die Leute, die damals ja, 600, 700 Euro vielleicht für ihren Ryzen 3900X bezahlt haben, werden sich vielleicht denken, okay, hätte ich jetzt vielleicht doch ein, zwei Wochen gewartet. Aber es ist so, wie es ist mit der Hardware und den Preisen. Ja, deswegen habe ich mich auf eBay umgeschaut gehabt. Das Ganze war ursprünglich für 400 Euro gelistet mit PayPal-Zahlung. Und das ist normalerweise der erste Indikator, dass es vielleicht ein seriöses Geschäft sein könnte. Denn die meisten, die euch auf eBay scammen wollen, wollen eben eine direkte Überweisung haben, wo man das Ganze entsprechend nicht nachverfolgen kann und entsprechend ja, ihr viel, viel schwieriger an euer Geld wieder rankommt. Und ja, entsprechend eBay auch an der Stelle nicht für euch haftet. Denn PayPal hat glücklicherweise den sogenannten Käuferschutz. Entsprechend habt ihr bei Nicht-Einhaltung des Kaufvertrages entsprechend Ansprüche an eBay bzw. PayPal, euer Geld zurückzubekommen. Und dafür sorgen dann auch entsprechend die beiden Seiten und klären dann den Rest mit dem Verkäufer ab, dass der dafür belangt wird. Ja, dementsprechend PayPal, okay, bin ich direkt aufmerksam geworden. 400 Euro, schon mal 129 Euro günstiger. Und das Bild, ja, ich blende das Ganze jetzt hier einmal ein, wirklich gruselig. Ein einziges Bild und ein komplett mit Wärmeleitpaste verschmierter Heatspreader. Aber man konnte die 3900X lesen und das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Ist besser als irgendein Stockbild, wo man entsprechend nicht weiß, ob dahinter tatsächlich die Ware steckt. Also es war schon mal ein Heatspreader da, nur war das für mich immer noch nicht genug. Entsprechend auch mit der Beschreibung, die für den Artikel vorhanden war, mich von dem Kauf zu überzeugen. Und entsprechend habe ich den Kollegen mal angeschrieben gehabt und gefragt, hey, wieso verkaufst du den überhaupt so günstig und funktioniert das Ding? Kannst du mir das
sozusagen garantieren? Gibt es eine Rechnung? Woher kommt das Teil? Das sind alles logische Fragen, die einem durch den Kopf gehen sollten. Und ja, die Antwort kam schnell, was auch schon mal ein gutes Zeichen war. Okay, der Kollege hat erstens auf Englisch geschrieben, was mich sehr stutzig gemacht hat. Sehr gutes Englisch. Ja, nach seiner Angabe kam die CPU eben aus seinem eigenen System. Er hat sich eben brandneu ein X570 Board geholt, eben die CPU und eine RX 5700 XT. Und ja, was ist passiert? Er hatte erst Probleme mit seiner RX 5700 XT, hat das Ganze gegen eine 2070 getauscht und ja, dann waren die Probleme erstmal beseitigt. Aber er meinte auf jeden Fall, dass sein Board, ja, sein Gigabyte Board, irgendeinen Fehler hatte. Er hat einfach sozusagen die Worst-Case-Erfahrung mit AMD gemacht. Tat mir sehr, sehr leid, aber ich weiß ja, wie es anders ist. Und entsprechend, ja, habe ich, wie bereits gesagt, erstmal eine Menge Background-Informationen zur Auktion haben wollen. Und ja, er hat mir auf jeden Fall garantiert gehabt, dass eine Rechnung von Amazon vorliegt, die er mir entsprechend auch mitliefern kann. Und ja, zusätzlich war eben die Verpackung, die OVP von der CPU vorhanden, meinte er, aber der Kühler nicht. So, und nachdem ich ihn auch gefragt habe, wieso ist der Kühler nicht mit dabei, ist doch die Box-Variante, hat er mir halt geschrieben gehabt, er hat den weggeworfen. Dachte ich mir schon so, okay, alles klar. ganz normales Verhalten. Ich schmeiße auch einen Kühler weg. Er hat dann aber angefangen zu schreiben, ja, er kann den aber so oder so nicht empfehlen, denn er reicht definitiv nicht für den 3900X. aus und empfiehlt mir eine bessere Kühllösung zu suchen. So, dachte ich mir, ja, das weiß ich, aber nichtsdestotrotz schmeißt man das Ding nicht weg. Da dachte ich mir auch, okay, alles seriöse Antworten, aber irgendwie schreit das Ganze immer noch enorm nach Scam. Aber, okay, dann dachte ich mir, okay, er hat aber auch eine Menge Hardware-Know-how gehabt bezüglich des X570-Lüfters. Hier und da, okay, auf der einen Seite Ultra-Scam, auf der anderen Seite könnte es unter Umständen vielleicht klappen. 400 Euro war der Sofortkaufpreis, aber er hatte die Option zum Preisvorschlag freigeschaltet gehabt und entsprechend dachte ich mir, okay, wenn ich schon sozusagen mich auf einen Scam einlasse, dann schicke ich ihm doch einfach einen Preisvorschlag von 350 Euro. Und dann kam 2 Minuten später von eBay, dass er eben mein Angebot angenommen hatte. Und so bin ich jetzt für 350 Euro an einen 3900X gekommen, von dem ich erstens nicht weiß, ob er hier in diesem Paket drin ist und zweitens, ob er funktioniert. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt hier erstmal auf und dann sehen wir weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, die Kameraperspektive zu wechseln, deswegen machen wir hier einen etwas spartanischeres Unboxing, ja. Alles klar, ist schon mal halbwegs gut gepolstert. Und es ist auf jeden Fall hier ein Ryzen drin. Die Rechnung nehme ich kurz raus. So, mal schauen. So, die Rechnung ist vom 5.9.2019, also ja, etwas über einen Monat alt. Und er hat hier tatsächlich für einen gebrauchten 3900X auf Amazon Marketplace 666 Euro für einen gebrauchten 3900X gezahlt. Ja? Der Händler, der ihm das Ganze verkauft hat, hat hier unter Gebraucht folgende Beschreibung abgegeben. Alle Sockelpins unversehrt und geprüft. Okay, das klingt schon mal soweit gut, nur hat offensichtlich der Kollege hier Probleme gehabt mit seinem System. Hier übrigens. Ja, da seht ihr den Preis. Also ich habe schon mal eine Rechnung, das ist nicht verkehrt. Und was noch viel besser ist, eine Verpackung zumindest von einem Ryzen 3900X. Alles klar, steht hier übrigens auch eine Seriennummer drauf. Ja, okay. Die Verpackungsseriennummer und die auf der Rechnung stimmt überein. Das ist noch besser. So, hier ist sonst nichts drin. Und oh je. Yeah. Da ist auf jeden Fall schon mal nichts. Aber wie bereits gesagt, ein 3900X wäre es auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir hier nur Papier bekommen haben. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts drin. Oh, da ist eine CPU drin, Leute. Alles klar. Ihr dürft es als erstes sehen.
Ein 3900X, alles klar. Also es sind ein paar Kratzspuren hier auf dem Heatspreader drauf, also so ein paar Schrammen von der Montage, aber nichts Dramatisches. Hier an den Seiten ein bisschen Wärmeleitpaste. Und die Pins. Autsch. So, Freunde, so ist aus einer gut gemeinten Idee, ja, ein kleines witziges Projekt und ein bisschen Risiko von meiner Seite aus mit eBay, ja, ein kompletter Reinfall geworden. Normalerweise ist es ja so, dass vielleicht mal ein Pin verbogen ist oder so, aber er hat einfach gefehlt, sodass es in der Symmetrie nicht aufgefallen ist. Egal, was die Person vorher mit diesem Chip gemacht hat, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es nicht in meinen Sockel reingepackt habe, denn selbst wenn das Ganze nichts beschädigen würde, ja, es würde auf jeden Fall nicht im vollen Umfang funktionieren. Denn nicht ohne Grund sind die Pins da. Ja, es gibt manchmal Dummy-Pins, ja, beziehungsweise nicht belegte, nicht geschaltete, genauso wie bei Intel mit den Kontaktflächen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Beschädigung, die ich nicht hinnehmen werde. Dementsprechend habe ich das Ganze gerade nochmal abfotografiert, alles wieder hier in das Paket zurückgepackt. Ein bisschen geärgert habe ich mich schon, dass ich hier keinen schönen Deal damit gemacht habe. Ja, Leute, ihr habt gesehen, wie einfach es ist, wirklich in irgendeine Scam-Falle reinzufallen. Selbst wenn man hier mit bestem Willen versucht, sich davon zu überzeugen, dass man vielleicht einfach einen schönen Deal macht und dass die Person einfach die Hardware loswerden möchte, ist es schon etwas an der Realität vorbei zu erwarten, dass ein Chip, der normalerweise mit 530 Euro zu Buche schlägt und zusätzlich gerade noch in sehr geringer Stückzahl verfügbar ist, dann für 350 Euro über die Theke geht und dann entweder einen legalen Ursprung oder funktionsfähig ist. Auch wenn das Video jetzt gerade ein kompletter Reinfall war, will ich jeden Besitzer des B450i von MSI an der Stelle wissen lassen, dass das neueste AGESA ABBA eben jetzt veröffentlicht wurde, und zwar genau heute. Es ist egal, welches Board ihr habt. Schaut einfach auf eurer Herstellerseite nach, ob entsprechend das neueste ABBA verfügbar ist. Und wenn ihr es bereits installiert habt und vielleicht auf X570 zum Genuss gekommen seid, ich habe das Ganze ja schon mit dem Crosshair 8 Impact testen können, dann lasst es mich doch wissen, ja, was für Erfahrungen ihr damit gesammelt habt, was das Boost-Verhalten angeht, ob es in euren Augen besser geworden ist. Ja, war es das soweit mit einem relativ unspektakulären Video. Wie bereits gesagt, eigentlich habe ich gehofft gehabt, dass ich am Ende einen funktionierenden Ryzen 3900X für 350 Euro geschnappt habe. Dann halt nicht. Habt ihr ein bisschen was zur Unterhaltung? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, wie jedes Mal, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.